Halleluja. Die Überschrift der Predigt lautet: Der Zugang zum Reich Gottes. Ihr kennt die Geschichte, dass als Jesus am Kreuz gestorben ist, dann ist während der gleichen Zeit der Vorhang im Tempel zerrissen, von oben nach unten. Und das war ein symbolisches Zeichen. Denn welche Bedeutung hatte der Vorhang gehabt? Der hatte das Allerheiligste abgetrennt von der Allgemeinheit der Leute, die da so rumsaßen und Zugang hatten. Das Allerheiligste war allen anderen nur gesperrt, nur der hohe Priester, einmal im Jahr durfte da Zugang haben. Und der war ja zerrissen, der Vorhang, und das ist auch genau im Geistlichen passiert. Seit dem Tod von Jesus Christus haben wir Zugang zum Allerheiligsten, zu Gott selbst, zu seiner Person, zu Jesus, zum Himmel, zu den himmlischen Regionen. Da hat sich etwas geändert. Und das wird auch ausgesagt in verschiedenen Bibelstellen, Hebräer 10, die Verse 19 bis 20. Da steht: Weil wir denn nun durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, was er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Also das ist geschehen durch das Blut Jesu zu Karfreitag. Und eine andere Stelle, die sagt, es fordert uns regelrecht auch auf und sagt: Jetzt haben wir zwar Freiheit, wir können zum Thron Gottes hinzutreten, aber jetzt kommt die Aufforderung: Nun nimmt doch diese Freiheit auch wahr, tut das doch auch, geht zu dem Thron Gottes, nimmt dieses Recht, was euch neu gegeben ist, auch wahr. Denn viele, die wissen darum, rein theoretisch, aber der Zugang ist für sie nach wie vor verschlossen und das soll nicht so sein. Dafür auch Bibelstellen, Hebräer lässt sich da sehr viel drüber aus, dieser Brief, Hebräer 4, Vers 16: Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen, Gnade finden und so weiter. Thron der Gnade, damit ist der Himmel gemeint, die Wohnstätte Gottes. Eine andere Stelle sagt Hebräer 10, Vers 22, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und so weiter. Es ist ein Vorrecht geworden für uns, die wir an Jesus Christus glauben, Zutritt zu haben und Geheimnisse zu erfahren, die es im Himmel gibt, verborgen gibt, und die andere Leute, die Jesus nicht kennen, nicht an ihn glauben, die ihnen bis auf den heutigen Tag verborgen bleiben und oder geblieben sind. Und wir haben Zugang. Wir dürfen die Geheimnisse knacken quasi. Wir dürfen wissen, was hinter dem Vorhang ist und wie es im Allerheiligsten aussieht. Da gibt es auch eine Bibelstelle in Lukas 8, Vers 10. Unser Vorrecht ist es, die Geheimnisse des Reiches Gottes, die für Ungläubige verborgen sind, zu erkennen. Wir sind inzwischen Bürger des Himmels geworden. Eigentlich ist unsere Heimat dort. Wir sind hier nur Gast auf Erden. Es gibt entsprechende Bibelstellen im Psalm auch nachzulesen. Aber unsere eigentliche Heimat ist im Himmel. Und man sollte seine Heimat eigentlich kennen, schon mal da gewesen sein, wissen, wie es dort aussieht und sich dort auskennen. Das ist unser Zuhause. Also nicht so, dass es so das fremde, unbekannte Land bleibt, von dem wir so vom Sagen hören, irgendwas erfahren haben, aber wir denken, und das ist falsch, erst nach dem Tod wird sich alles für uns eröffnen. Jetzt schon haben wir das Recht, den Zugang zum Reich Gottes zu haben und zu bekommen. Und was können wir dort so alles sehen? Und was gibt es dort zu sehen? Im Reich Gottes, im Himmel, da wo Gott wohnt. Wir können dort Gott selbst begegnen. Und viele hatten schon solche Eindrücke. Sie sahen in einem innerlichen Bild Gott auf dem Thron sitzen. Andere hatten Erscheinungen mit Jesus gehabt, wo er ist und wie er spricht und was er gerade tut. Und es gibt noch mehr zu sehen im Himmel. Es muss eine wunderbare Landschaft sein. Ich habe gerade in der letzten Zeit hintereinander Bücher gelesen von Menschen, die solche Erfahrungen niedergeschrieben haben. Und sie sagen, es sind Gärten da und Seen und Teiche. Es sieht wunderschön aus dort. Rein jetzt landschaftlich schon kann man sich da begeistern. Das spricht mein Herz besonders an. Ich bin so ein Naturliebhaber. Und dann gibt es Engel zu sehen, eine ganze Engelwelt. Tausende sollen da sein und wir können sie sehen. Wir können sie sogar hören, wenn sie zu uns sprechen oder so etwas. Und dann gibt es noch etwas dort zu sehen, was vielleicht noch den meisten gar nicht so bekannt und bewusst war. Und zwar, es gibt dort diejenigen, die schon bei Jesus sind, die vor uns schon heimgegangen sind, die gestorben sind. Und denen können wir begegnen. Und wir können sie sehen, sie können zu uns sprechen.
Nun, ich habe gerade ein Buch gelesen, da wird sehr davor gewarnt, man sollte ja nicht mit Toten Kontakt aufnehmen. Und das ist ein großer Unterschied, ich schiebe das gleich mal hier ein, ob wir von uns aus sagen, ich möchte die Tante Emma unbedingt noch mal sehen, mit sie sprechen, ich bin so neugierig. Das ist was anderes als das, was gut ist, dass Jesus uns in Verbindung führt, uns erzeigt uns Menschen, die uns ans Herz gewachsen sind und sagt, guck mal, jetzt kannst du mal sehen, wie es dem geht und jenem und dann können wir uns darüber freuen. Also nicht, dass wir selber danach suchen, aber manches Mal kommt es vor, dass Jesus uns mit Personen in Berührung bringt, die wir dort kennen. Was wir dort so alles sehen können, da gibt es sogar eine Bibelstelle dafür in Hebräer 12, die Verse 22 bis 24. Da heißt es, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, das alles eine Umschreibung des Himmels, den himmlischen Jerusalem und jetzt kommt die Aufzählung und zu den vielen tausend Engeln, die gibt es da. Und zur Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind. Und zu Gott und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus. Das, was ich euch eben aufgezählt habe, gibt es tatsächlich in dieser Bibelstelle. Das ist alles zu sehen im Himmel und uns ist das kein Geheimnis mehr. Wir haben Zutritt, um das sehen zu können und sehen zu dürfen. Manche sind vielleicht ein bisschen scheu und würden dann sagen, ich werde das alles früh genug sehen, wenn ich mal oben bin. Jetzt interessiert mich die Erde mehr und ich möchte mich damit beschäftigen und auseinandersetzen. Das Wort Gottes rät etwas anderes. Und das sagt sie eindeutig, ihr solltet in erster Linie danach trachten, was oben ist, mehr als auf das, was hier auf der Erde ist. Also da gibt es eine Gewichtung der Prioritätenliste. Vor Gott ist es wichtiger, dass wir uns auskennen, Kontakt haben nach dem, was oben, was droben ist, zu dem, was hier unten ist. Das steht in Kolosser 3, die Verse 1 bis 2. Dort steht, sucht, was droben ist, wo Christus sitzt, zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Ja, ihr seht also, wie wichtig das für Gott schon ist, dass wir wirklich uns danach ausstrecken und verlangen und nicht dazu schüchtern und zu demütig sind und sagen, das werden wir noch früh genug kennenlernen. Nein, das ist nicht nur unser Recht, unsere Aufforderung, tretet hinzu zum Thron der Gnade und nimmt das in Anspruch. Also wir sind dazu geschaffen, um uns umzusehen, wie es im Himmel ist und was Gott uns dort alles zeigen möchte. Und dazu, wenn man sich irgendwo umsehen will, auch in unserer Welt hier, dann brauchen wir unsere fünf Sinne. Ihr kennt die fünf Sinne, nicht? Also wenn wir hier auf der Erde was erfassen wollen, dann brauchen wir erstmal unsere Ohren, um zu hören. Unsere Augen, um zu sehen, unsere Nase zu riechen, den Mund, um zu schmecken und das Tastgefühl, um dann irgendetwas zu erfühlen. Das sind die fünf Sinne und damit können wir so die hiesige Erde, auf der wir sind, so in etwa wahrnehmen. Und dasselbe gilt für den Himmel auch. Und dort gibt es auch entsprechende Sinne und sie nennen sich nur geistlich. Es gibt geistliche Ohren, mit denen wir hören sollen, können. Geistliche Augen, die uns aufgetan werden. Nun, von den anderen geistlichen Geruchssinn habe ich noch nicht so viel erfahren oder gelesen, weiß ich jetzt nicht, aber ich möchte mal auf die beiden zumindest mal eingehen. Geistliche Ohren, geistliche Augen, die wir haben sollen können. Das mit dem Hören, was Gott uns zu sagen hat, geistlich hören, das wird hier am meisten bisher gepredigt. Das haben auch die meisten schon irgendwie gelernt. Wie kann man hören? Natürlich kann man durch die Predigt Gottes Wort hören, man kann angesprochen werden von Gott, wenn man die Bibel liest, dass man weiß, wie ein Rema, jetzt will Gott zu mir dies und das sagen. Aber sehr, sehr häufig, gerade wenn wir im Gebet sind, sind das Gedanken, die uns kommen, sehr spontan. Und wir sind bei Gott mit ihm in Gedanken und dann zeigt er uns Dinge oder lässt uns spricht zu uns Dinge, wo wir genau im Inneren wissen, ja, das ist die Stimme meines Herrn, er will mir dies und jenes sagen. Das müssen wir, die wir dieses Recht haben als Gläubige, oft richtig uns anlernen. Und ich habe mir mal das erklären lassen, bei den Schafen, da ist es ja so ähnlich mit ihrem Schafshirte. Es steht so schön in der Bibel, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Also bei den ganz, ganz jungen Schäfchen, die gerade geboren werden, die folgen nicht dem Hirten. Lasst euch da mal belehren, habe ich so gelesen, sondern die folgen nur ihrer Mutti, ihrer Mama. Wenn die schreit, dann blökt sie, dann gehen sie dahin. Aber mit der Zeit, es ist eine Gewöhnungssache, mit der Zeit, dann sehen sie, dass die Mama immer dahin geht, wo der Hirte gerade ruft.
Und dann weiß es, da ist ein Zusammenhang. Ich muss dann auch folgen. Und da, die Ursache ist nicht der freie Wille meiner Mutter, sondern da ruft einer. Und so klingt das, die Stimme des Hirten. Und das lernt mit der Zeit, diese Stimme. Und so müssen wir auch die Stimme unseres Herrn mit der Zeit erlernen. Und zugegeben, am Anfang, wenn wir so im Lernprozess sind, erstmal verhören wir mehr, als dass wir es hören. Also, dass wir auch viel Falsches hören. Warum? Weil in diesen Gedanken, die zu uns spontan kommen, auch vielfach solche sind, die unsere eigenen Gedanken sind, nicht unbedingt von Gott kommen. Und auch solche Gedanken, die sogar der Feind uns eingibt, auch sowas kommt vor. Und wir müssen es lernen durch Übung im Laufe des Prozesses, dass wir es herausfiltern und sagen, das ist typisch mein Herr, ich kenne seine Stimme schon, das kann nur er sein. Und so werden wir sicherer und sicherer, diese Stimmen zu unterscheiden und so auch die Stimme Gottes zu hören, um ihr dann später zu folgen. Nun habe ich über das Hören gesprochen, was vielen von uns schon vertraut ist. Aber jetzt möchte ich euch mal einführen, für manche vielleicht ein bisschen Neuland, dass wir auch geistliche Augen haben und sie auch benutzen und dass Gott sie gebrauchen will. Und da gibt es also noch eine Dimension, wo wir viel erfassen können. Stellt euch mal vor, wir auf der Erde würden nur angewiesen sein, wir können nur hören und sind aber blind. Ist ein bisschen dünn, was so rüberkommt, was wir so wahrnehmen von unserer ganzen Umgebung. Man kann ja viel, viel mehr aufnehmen, wenn wir dann zu dem Hören auch noch etwas sehen können. Und so ist das im Geistlichen auch. Es geht ja darum, etwas wahrzunehmen von der Gegenwart Gottes, auch vom Himmelsbereich. Und dazu brauchen wir geistliche Augen. Diese geistlichen Augen, dass man etwas schauen, etwas sehen kann, das ist schon im Alten Testament, schon der David ist ein Vorläufer auch von Jesus, der sprach schon davon. Und ich möchte zwei Bibelstellen so nennen, Psalm 16, Vers 8, da heißt es, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Das ist das vor den geistlichen Augen, nicht vor seinen wirklichen sichtbaren Augen, aber er hatte es alle Zeit, er war geübt da drin. Er wusste, wie was aussieht, wenn man Geist ins Geistliche sehen will. Eine andere Stelle im Psalm 63, Vers 3, da heißt es, so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum und ich wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Also der David, der hatte schon den Wunsch zu sehen, zu schauen, was Gott alles für ihn hatte. Und der Paulus, der hat es auch begriffen und hatte so sehr den Gemeinden gewünscht, die ihm anvertraut worden sind, dass auch sie geistlich sehen möchten. Und da gibt es ein sehr berühmtes Gebet für die Gemeinde von Ephesus, wo er sagt, Herr, schenke ihnen doch erleuchtete Augen des Herzens, dass sie die Gaben Gottes in ihrem Leben sehen und erkennen können. Epheser 1, Vers 18 ist das. Also, wir müssen sehen können, damit können wir viel mehr von der himmlischen Welt auch erfassen. Und wie sehr hat sich nicht auch Jesus selbst das gewünscht von der Gemeinde in Laodicea. Das ist eine der sieben Sendschreiben, in Offenbarung 3 sind sie beschrieben. Und er hatte da bemängelt und gesagt, dass eine ganze Gemeinde sitzt fromm zusammen, tut sehr viel Gutes, nur sie können nicht sehen richtig. Sie sind nicht geübt da drin, wurde vielleicht nicht gelehrt oder so etwas. Und da ist er betrübt darüber und hatte ihnen empfohlen, sie möchten sich doch Augensalbe bei ihm kaufen, bei Gott, damit sie ihre Augen salben, damit sie damit geistlich sehen könnten. Das heißt dort in Offenbarung 3, Vers 18, ich rate dir, dass du von mir kaufest Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen könntest. Augensalbe, das ist wieder so ein Wort, das hat eine Bedeutung. Salbe erinnert immer an Öl, das ist also ein Bild für den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, um wirklich geistlich sehen zu können. Und das ist dasjenige, was Jesus dieser Gemeinde auch angeraten hat. Lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist, dass ihr fähig werdet, Geistliches zu sehen. Das war sein Wunsch gewesen. Wenn wir so in die Bibel sehen, dann merken wir viel mehr, wie uns das vorher vielleicht bewusst war, wie viel Männer Gottes nicht gehört haben, wir sind immer nur so konzentriert auf das Hören, sondern dass sie gesehen hatten. Seht mal, Jesus selber wusste um den Willen seines Vaters im Himmel. Mein Vater möchte, dass ich jetzt das tue und jenes tue. Und wenn ihr danach lest, diese Stellen, dann sagt er nicht, der Vater hat mir gesagt, ich habe seine Stimme gehört und sonst was alles, sondern er sagt Folgendes, Jesus sah durch den Heiligen Geist, was der Vater ihm zeigte. Johannes 5, die Verse 19 bis 20. Also, der Vater zeigte das, was zum Sehen.
was der Wille Gottes war im Himmel, und das sah Jesus und hat es dann umgesetzt. Und jetzt mal für uns, ich habe gerade gesagt, was wir so tun können, um auch geistlich hören zu können, uns ganz auf Jesus zu konzentrieren, im Lobpreis, beim Bibellesen oder beim Beten, und dann einfach warten, dass spontane Gedanken kommen. Und oftmals ist das der Weg, wie Gott zu uns spricht. Was ist der Weg, wie ich sehen kann, geistlich sehen kann? Da gibt es ein paar Bedingungen, die ich gefunden habe in der Bibel, wo jedes Mal drin steht, wenn er das tut, dann könnt er sehen, das Reich Gottes sehen. Erinnert euch mal an die Sache mit dem Jünger, mit Nikodemus, Johannes 3. Da hat Jesus ihm gesagt, wenn du wiedergeboren bist, von neuem geboren bist, dann wirst du schauen, dann wirst du sehen können, das Reich Gottes. Das Wort sehen, überhört das nicht. Es geht um das Sehen hier, worüber wir heute sprechen. Also wiedergeboren musst du sein. Warum ist das so wichtig? Weil damit der Heilige Geist in dir Wohnung nimmt. Und der ist ja unbedingt, das haben wir schon gehört, notwendig, damit du geistlich sehen kannst. Und dann können wir nur schauen, gibt eine andere Bibelstelle, wenn wir mit reinem Herzen zu Jesus kommen. Da gibt es doch die Seligpreisungen. Und erinnert euch an die Seligpreisung, wo es heißt, selig sind diejenigen, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wir sprechen über das Schauen, nicht das Hören von Gottes Stimme. Schauen, schauen, übersehen. Und das ist also auch eine Vorbedingung. Und dann habe ich noch eine dritte Stelle gefunden, wo es auch um das Hören geht. Und zwar, wir müssen Hunger und Durst danach haben. Wir müssen verlangen, Einblicke zu haben in das Reich Gottes. Und da ist der David wieder ein Beispiel dafür. Und er hat gesagt in Psalm 42, die Verse 2 bis 3, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott. Und jetzt kommt's. Wann werde ich kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Also das ist so ein Weg des Dürstens, und am Ende landet er beim Schauen. Und wenn diese drei Bedingungen, die ich jetzt mal so aufzähle, vielleicht gibt es noch mehr, wenn wir die aber erfüllt haben und wir haben Zutritt zu Gott und wir können schauen, dann kommen uns so Bilder und Vorstellungen in den Kopf. Wie gehe ich jetzt damit um? Also lange Zeit habe ich mich persönlich, spreche jetzt von mir, dagegen verwehrt, weil ich das als eine Fantasie abgetan habe. Ich meine, mit meiner Fantasie kann ich mir alle möglichen Dinge vorstellen, mögliche und unmögliche Dinge. Und dann verwerfe ich sie und sage, also was du komisches Zeug denkst, und da ist ja nichts Wahres dran. Bis ich ein Buch gelesen habe, schon einige Zeit her, wo drin stand, dass Gott auch meine Fantasie, mein Vorstellungsvermögen, wenn ich in seiner Gegenwart bin, heiligen kann und benutzen kann, um mir Dinge in der geistlichen Welt zu zeigen. Also jetzt hab nicht gleich Vorurteile und sag nicht gleich meine Fantasie, sondern vielleicht bist du gerade in so einer Heiligungsphase, wo Gott diese deine Vorstellungskraft gebrauchen will, um sich dir zu offenbaren. Denn er will sich uns offenbaren. Und ich habe also erstmal solche Bilder abgelehnt, weil ich da nicht so richtig dann glauben konnte. Und ich merke, dass viele im Grunde solche Bilder schon hatten von uns, auch Einblicke in den Himmel. Und sie haben das gleich verworfen und gesagt, du kannst ja alles einbilden, und haben da nichts drum gegeben. Aber da sind jetzt so, es gibt so theologische Wissenschaftler, die neugierig sind über alles, was so passiert. Und die haben solche Dinge, die eigentlich nicht sein sollten und dürften, wo sich die Leute halb schon geschämt haben, dass sie so einen Blick in den Himmel hatten, der hat sie gesammelt in einem Buch und hat alles zusammengetragen und hat das dann veröffentlicht. Also erstmal fällt auf, dass viele Eindrücke, wie es im Himmel aussieht, sich gleichen oder die meisten sogar. Also da gibt es keine Widersprüche, dass einer sagt, also alle Engel, die haben ein rotes Kleid, und die anderen sagen, nein, die haben ein weißes Kleid. Also alle sehen in etwa so das Gleiche, was sie im Himmel feststellen. Kein Widerspruch dabei, das ist schon mal sehr auffallend. Ich zähle mal mit dazu, nicht nur solche, die geistlich schauen konnten, sondern da gibt es auch eine Reihe von Menschen, die waren schon mal im Reich Gottes dadurch, dass sie körperlich gestorben sind, und für ein paar Stunden waren sie weg im Himmel, wurden zurückgeschickt, mussten wieder auf die Erde zurückkommen und berichten von ihren Erfahrungen. Ist nicht die Bibel, nicht? Also schon mit Vorsicht zu genießen und zu lesen, aber seltsamerweise, das, was sie dort gesehen haben, deckt sich mit dem, was man auch durch das geistliche Schauen, was einem geschenkt wird. Das ist deckungsgleich, also so ganz zu verwerfen ist das vielleicht auch nicht. Und
dann nachher, als dieses Buch veröffentlicht worden ist mit den gesammelten Eindrücken, ja, ich habe da mal sowas gesehen im Himmel, aber ich habe nichts drum gegeben und so weiter. Aber sie haben es trotzdem gesagt und nun ist es gesammelt, nun ist ein Buch draus geworden, nun lesen das viele Menschen und dann auf einmal melden sie sich und sagen, also eigentlich habe ich dasselbe auch mal erlebt. Jetzt werden sie auf einmal mutig und kommen aus ihrer Ecke heraus und bekennen, ich habe dieselben Eindrücke gehabt. Auch ich habe mal Jesus gesehen, habe zwar nicht daran geglaubt und so weiter, aber das war ähnlich, das, was da gewesen ist. Also durch diese Veröffentlichungen, die gerade jetzt in der letzten Zeit sind, werden viele ermutigt, da nicht nur das anzunehmen, was ihnen mal geschenkt worden ist, sondern vielleicht sogar danach auch selber zu suchen und zu trachten. Ihr kennt ja noch den Vers, trachtet nach dem, was droben ist, nicht danach dann gehen. Die Wirkung, wenn uns so Dinge gezeigt werden im himmlischen Raum, die sind sehr gut alle. Also da kam kaum einer zurück von solchen himmlischen Erlebnissen, der danach gesagt hatte, also von da an habe ich Magenschmerzen, von da an kann ich nicht mehr ruhig schlafen, das war ja furchtbar. Sondern alle hatten... Sie waren getröstet. Gott hatte zu ihnen gesprochen in ihrer Situation. Es war sehr persönlich gewesen und sie haben Wegweisung bekommen für Entscheidungen und sie hatten eine neue Vertrautheit und Verbundenheit auch mit Gott bekommen und es hat ihnen gut getan, solche Begegnungen zu haben. Das ist immer ein gutes Zeichen. Gerade wenn man sich so ein bisschen ratlos ist dabei, ist das richtig, ist das von Gott, ist das nur eigene Fantasie? Wir sollen ja Dinge nach der Frucht beurteilen und wenn die Frucht gut ist, das ist schon mal ein schönes Ruhekissen, dass das dann wohl auch so rechtens sein sollte und könnte. Ich habe gerade so ein Buch hinter mir. Ich wurde gebeten, von einem Buch, was jetzt ins Deutsche übersetzt wird, das zu lesen, damit ich so ein Vorwort schreiben sollte zu dem Buch. Und da habe ich gesagt, das tue ich gerne, nur ich muss es ja erstmal lesen. Ich kenne es nicht. Und das war Englisch und hatte 140 Seiten. Und das dauert für mich was hintereinander, das erst zu verstehen und zu lesen. Habe ich hinter mich gebracht. Und da waren hintereinander gesammelt wieder Eindrücke von Leuten, die solche Erlebnisse von der Himmelswelt hatten. Und da möchte ich zwei euch nur nennen, weil die Leute so sehr getröstet waren, die solche Erlebnisse hatten. Ein Fall war da, da war ein Ehepaar und die haben durch eine Totgeburt ein Kind verloren. Traurige Sache. Und dann im Gebet zeigte ihnen Jesus das Kind im Himmel. Es war inzwischen in sehr kurzer Zeit herangewachsen. Es war nicht mehr im gleichen Alter, wie so ein Mini-Kind ist. Aber es war glücklich und sie wussten es in ihrem Herzen, das ist mein Kind. Und Jesus wollte ihnen einfach den Einblick geben, guck mal, das ist euer Kind. Und der Freund, so ganz schlecht geht es dem gar nicht. Der freut sich da oben, der spielt mit anderen Kindern. Und die Eltern waren so getröstet danach, hat ihnen so gut getan, dass Jesus ihnen das gezeigt hatte. Ein ähnliches, anderes Bild war gewesen. Und zwar, da waren Eltern und die haben einen Jugendlichen, der in der Pubertät war, weiß ich, 15, 16, wie alt er war, und er hat Krach bekommen mit seinen Eltern und ist ausgerissen von zu Hause, kommt ja manchmal vor, und ist dann weggezogen. Die Eltern hatten keinen Kontakt mehr zu ihm, bis sie einige Zeit später hörten, er ist bei einem Unfall umgekommen, ums Leben gekommen. Das, was die Eltern am meisten bewegt, ist die Frage, ist er im Himmel oder nicht im Himmel? Und rein menschlich gesehen dürfte er jetzt nicht im Himmel sein, denn das letzte Jahr gerade, das war keine besonders tugendhafte und fromme Art zu leben, die das Kind an den Tag gelegt hatte. Und deshalb war wirklich die Frage da, das wäre ja wie ein Wunder, wenn und wie und was. Und Jesus zeigt ihnen, auch diesen Jungen im Himmel, auch glücklich. Und die Eltern natürlich voller Fragezeichen. Wir hatten eigentlich das nicht vermutet, nach seinem Lebensstil, dass er jetzt hier ist. Wie ist das gekommen? Und Jesus war so freundlich und geduldig, dass er ihnen sogar Einzelheiten jetzt so durch Erkenntnis gezeigt hatte. Und demnach hätte der Junge mal war in einer Notsituation gewesen, wo er schon von zu Hause weg war, und hat den Herrn angerufen. Und da kennt ihr ja diesen Psalm 50, Vers 15, der heißt, wer mich anruft in der Not, den will ich ja retten. Ja, und Gott hält sich ja an sowas, nicht? Wenn wir ihn anrufen, wir sind in Not, dann meldet er sich und will uns erretten. Und das hat der Junge erlebt, hat sich, ohne dass die Eltern das wussten, wohl bekehrt und fand gleich einen anderen, dem er vom Evangelium auch sagte, ganz begeistert, ich habe das und das erlebt und hat den noch zu Jesus gebracht. Und dann, ein, zwei Tage später, war der Unfall und er war dann tot.
Aber das wurde den Eltern gezeigt, die letzten Minuten auch noch von diesem Kind, sodass sie beruhigt sein konnten, ja, er ist bei Jesus. Welcher Trost für die Eltern, solche Einblicke zu haben. Nun, ich möchte euch hungrig machen auf das Buch. Noch besteht es nur im Englisch, das im Deutschen, das kommt die Übersetzung bald. Aber da sind ganz, ganz viele solcher Geschichten drin, wovon ich jetzt euch nur zwei nannte. Das Hineinsehen in den Himmel, das ist ein Geschenk. Und das wird auch genutzt von ganz bestimmten Seelsorgeschulen. Manche haben schon was von dem Begriff gehört, Theophostik. Und da geht man so vor, wenn einer ein Traumata hat und hat also Böses erlebt und ist dadurch total verletzt und man möchte das angehen, dann werden die Leute, die mit ihm sprechen, und die werden ihn hineinführen in diese Situation von damals, wo dieser Schrecken erfahren worden ist. Und das soll man sich nochmal vorstellen in Gedanken. Und dabei wird derjenige, der betroffen ist, jetzt gefragt: Siehst du hierbei jetzt Jesus? Was macht Jesus bei dieser Situation? Jetzt siehst du ihn irgendwo. Und tatsächlich viele, die so angeleitet worden sind, sehen auf einmal Jesus. Was er gerade sagt, vielleicht tut er gerade tröstend die Hand auf deine Schulter in dieser Situation. Er sagte irgendetwas, immer etwas sehr Trostvolles und was Gutes. Das ist Theophostik, eine echte Hilfe in der Seelsorge. Und neuerdings haben wir die Seelsorgeart von Sozo, und auch das spielt das eine Rolle, dass man hört, dass man zeigt, dass Jesus gesehen wird in manchen Situationen, wo er ist, was er sagt, was er tut. Und das ist so eine Hilfe, um rauszukommen aus Gebundenheiten, aus Trauer, damit man befreit sein kann und so weiterleben kann. Eine wunderbare Hilfe. Wir erinnern uns, als dieser Forst, den Fernando hier war, der ist ja noch einen Schritt weiter. Der erzählte, er war in Indien vor kurzem gewesen und hat dort ein Waisenhaus unter christlicher Leitung besucht. Und diese Leute, die das Waisenhaus geleitet haben, haben die kleinen Waisenkinder, die oftmals selber schwere Erfahrungen hatten, von Eltern verstoßen und dies und das, er hatte sie gelehrt, dieses Missionsehepaar, in den Himmel zu gehen. Und nachher, weil es so schön war, täglich. Immer weiß ich, ob nach dem Mittagessen oder was, hieß es so, jetzt haben wir eine Stunde, jetzt gehen wir mal in den Himmel, gucken uns mal um, was Jesus uns sagt, was er uns zeigt. Und das kann man erlernen. Man kann das erlernen, das regelmäßig zu tun. Und die Kinder waren dann im Himmel und haben dann nicht nur Dinge gesehen, sondern zum Teil auch Heilung erfahren. Sie waren innerlich kaputt, zerstört und Jesus hatte ihnen Heilung dort gegeben und sie kamen zurück, geheilt oder sogar körperliche Heilung auch. In einem Fall, das habe ich mal in einem kleineren Kreis hier in der Gemeinde erzählt oder vorgelesen, dass einer krank war und Jesus hatte ihn dort im Himmel davon geheilt und dann war wieder mit seinem Geist zurück auf der Erde. Das heißt, immer wenn einer im Himmel ist, ist der Körper hier, nicht? Sein Geist ist nur da. Und dann war er wieder zurück, vollkommen, und dann war er auch körperlich geheilt. Das alles hat er erfahren im Himmel. Und das sind so wunderschöne Sachen, dass wir nur Hunger haben, mehr davon, Herr. Wir möchten wissen, möchten den Himmel Einblick haben. Das ist ja auch unser Recht. Ich möchte eigentlich euren Hunger stärken, dass ihr mehr und mehr davon Gebrauch macht, von diesem Recht, was wir bekommen haben, Einblick in den Himmel zu haben. Und um den Hunger noch mehr zu steigern, habe ich einen wunderschönen Bibelvers, der noch aussagt, was passiert, wenn wir dauernd Jesus anschauen und mit ihm in Verbindung sind. Und dieser Vers, der für mich sehr wertvoll und lieb ist, steht in 2. Korinther 3, Vers 18. Und da heißt es: Nun aber schauen wir alle die Herrlichkeit des Herrn, und wir werden verändert in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Wenn wir also diese Begegnungen mit Jesus haben, ihn schauen, ihn sehen, nicht hören, ich gehe eine Stufe weiter, dann werden wir verändert in unserem Charakter, wir werden Jesus ähnlicher. Und wenn es immer wieder geschieht, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wer wünscht dir das nicht? Möchte jetzt einer von euch noch sagen, ich brauche das nicht, ich will Gott nicht sehen? Er hat so Gutes mit uns vor. Es ist unser Recht. Lass uns den Himmel betreten und Jesus sehen und was er uns zeigen will. Amen.